Entschuldigung, gönnt euch Snasty am Start. Ja, sorry für die falsche Begrüßung. Ja, moin, man kennt ihn. Ey, yo, was geht ab, Leute? Ice Nasty Bag am Start. Und heute mit einem nachkommentierten Gameplay von einem Kumpel namens X der Rabauke. Und ja, wir haben hier ein. Ich will es gar nicht verraten. Ihr seht hier schon, hier steht gerade 39 zu 13 für den Gegner. Wir sind reingejoint und haben ihnen das heftigste Comeback der Welt gedrückt. Und da kann Muscle Scobby mit seiner mit seinem Comeback da mit Zoom zerstören einpacken, weil das ist erstklassig. Ich schwöre auf Gott, sowas müsste eigentlich zu einem Face oder Ruin Clan, so einen Typen wie Rabauke müsste in den Ruin Clan eintreten, weil so ein Comeback, was er gedrückt hat. Na klar, hier, ich stehe 7-3. Digga, was war bei dir schief, Digga? Man. Auf jeden Fall haben wir als Team gut agiert und ein Kumpel von mir hat auch einen Huni verloren, da er gewettet hat auf 100 Euro, dass wir das Comeback nicht drücken werden. Und ja, jetzt seht ihr hier schon wieder im Hintergrund, wie er absolut geraped hat. Hier hat er ein bisschen gestruggelt mit einem. Hier zwei Easy, zwei Mann-Feed gemacht. Vielleicht hier noch einen Turn verteilen. Okay, jetzt rotiert er mal ins Orangenhaus an die Seite. Und da seht ihr schon wieder mit seiner Nuller Prezi. Oh, er holt ihn sogar trotzdem. Oh mein Gott. Oh mein Goodness. Okay, jetzt guckt er hier. Wieder ein Kill. Er hat keine Drohne. Digga, er rasiert absolut. So. Hier, Nuller Prezi, aber den hat er trotzdem noch geholt. Gemini Next Topmodel, man kennt ihn. Und ja, Leute. Hier Sense Easy, wie er gegen die Wand geflogen ist, man. Richtig geil. Jetzt hat er, holt er hier noch einen mit einem Annihilator? Ja, eins. So. Hast du hier eine Nuklear eigentlich erspielt? Nein. Er hat leider keine Nuklear, habe ich gemacht, aber er hatte hier zwei, drei Hater, so viel ich noch weiß. Und... genau. Ich glaube, auf Skrupellos ist er auch gestorben oder so, ne? Ja, irgendwas. Ja, so gnadenlos, Skrupellos ist er dann fragt oder... keine Ahnung, so. Und... jetzt chillt er im Orangenhaus, weil er noch ein bisschen auf Streak bleiben wollte und defensiv spielen wollte. Aber dann ist er auch von dem guten Mike, dem Schwitzer, gestorben. Kann man nichts machen. Wenn so deutsche Tryhards drin sind, wie die großen YouTuber immer sagen. Und genau. Hier in der Nick, aka Nix ID 88, ist auch schon am Hintergrund am Rasieren. Ich natürlich nehme nicht von meiner Perspektive auf, weil ich stand 11-11 und es war nicht so fresh. Hier wieder mit einer Drohne. Jetzt gleich outgunnt er einen Gegner. Ich habe so ein Gefühl, das sagt mein Gefühl. Aber er hat wirklich sehr gut outplayed, hat oben erstmal ein bisschen gechillt. Kein Campen übrigens, war einfach nur defensiv spielen und taktisches Vorgehen. No Scope, no. Oh mein Gott. Er will von absolut den Team mit. Oh mein Gott, 100er Prezi, Mann. Was ist das für ein Mensch, Alter? Ich habe noch nie in meinem Leben gesehen, Alter. Dass man so mit einem 8 aimen kann, Mann. Okay, ich hatte immer eine 12er Prezi mit der Macht, mal kenn ich. So, aber ich sehe viel, dass er viel mit, also, ja, offensiv und auch defensiv gespielt hat. Aber ich bin halt absolut der defensive Spieler. Junge, was ist das für eine 12er Prezi, die du gerade rausgeholt hast, Alter? Erste Runde. Und hier haben wir, wie ihr seht, einfach mal... 100 zu 99 das Comeback und sie waren 30, 40 Punkte vor uns. Und das darf er mit seinem Like da lassen. Er hat leider keinen YouTube-Kanal, sonst würde ich ihn absolut pushen. Und ja, in dem Sinne sage ich einmal Wiederschauen und haut rein, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und Mike, wenn du und Gires Unlu und Gervant 2000 dieses Video sieht, fickt euch.